Servus Leute, zurück zu Let's Play Tainted Grail Conquest. So, eine Klasse fehlt noch, der... Moment. Ist das ein Scharfschütze? Ja, es gab jetzt ein Update, beziehungsweise für euch war es schon vor zwei Wochen. Das ab... eineinhalb Wochen ungefähr. Ich bin ein bisschen weit voraus schon. Und weil neue Projekte anstehen, King's Bounty sollte jetzt mittlerweile schon angelaufen sein, während ihr hier schaut. Ich hoffe es zumindest, weil ich habe mich schon sehr lang darauf gefreut. Und naja, der Fanatiker, ehemals Scharfschütze, er schießt selten, aber dafür tödliche Pfeile. Tatsächlich, ich habe ihn zwei Mal angespielt und ich muss zugeben, ich werde mit ihm nicht, also ich finde ihn nicht toll. Also im Gegensatz zu den Zweien, die richtig Premium, der Apostat, der unbesiegbar wird, und der Wächter, der einfach alles niederballert, ist der Fanatiker prinzipiell nichts Großes. Jetzt heißt der Wächter. Ja, das macht aber Sinn. Jetzt heißt er Sentinel prinzipiell. Nicht mehr Bogenschütze. Deswegen habe ich ja auch immer Englisch und Deutsch verwechselt. Und dachte, der ist der Sentinel, weil ich dachte, das ist der Defense. Aber jetzt macht das alles Sinn. Okay, mit dem Patch 1.1 haben sie auch ein paar weitere Modi hinzugefügt. Das können wir uns vielleicht auch nochmal kurz anschauen. Hier, das sieht ein bisschen anders aus. Und wenn man den Spielen drückt, gibt es jetzt eine endlose Qual. Eine endlose Macht. Und es gibt Wochenevents. Ziemlich cool. Endlose Qual, wie sieht das aus? Startet man auch ganz normal. Endlose Macht, steht man auch. Ich gehe mal davon aus, endlose Qual ist ziemlich viele negativen Sachen hat man da und endlose Macht hat man sehr viel OP-Sachen und wird richtig OP und sowas. Dann kann man, also das ist eher ein Modus für mich. Aber tatsächlich, und Wochenevent. Außerdem, ich habe zwar die Beta des Patches probiert und habe mich beschwert schon in der vorigen Parts, dass meine Quest da nicht gelöst wurde, aber sie wurde gelöst, tatsächlich. Die Quest mit der Forscherin ist endlich behoben. Beziehungsweise sind endlich abgeschlossen. Sehr schön. Aber wir beginnen mit dem Fanatiker. Er schießt selten, aber tödliche Pfeile. Also ja, er schießt halt, wenn dann nur einen Pfeil und tötet den Gegner mit hohem Schaden. Wenn man ein Manöver oder einen Köcher benutzt, verursacht der nächste Treffer 25% extra Schaden. Heißt, eine Strategie könnte ich mir vorstellen, ist viele... ja, Köcher kosten ja Energie und man kriegt bei ihm Energie, indem man Karten ablegt. Und die kann man eintauschen, um einen Pfeil loszubekommen, einen zusätzlichen Pfeil. Also das finde ich schwach. Im Vergleich zu den anderen Special-Fähigkeiten, also stellt euch mal beim Wächter, Bogenschützen, da war die Ulti ein Pfeilgewitter und hier ist es ein einzelner Pfeil, der random noch ein Element haben kann. Es sind, glaube ich, vier verschiedene Pfeile, die es sein können. Ja, nicht so toll. Aber das, die Passive ist interessant. Nach jedem Manöver, nächster Treffer, 25. Also man könnte jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass man sehr viele Manöver. Also ähnlich wie beim Apostatenprinzip. Dass man da einfach sehr lange wartet und dann einfach rausballert. Ha. Vielleicht, ich habe eine Idee, wie ich es vielleicht doch nutzen kann. Ich glaube, es ist eine Klasse, die auf die... Die setzt auf die Salven. Tatsächlich, auf die Salvenkarten, also auf alle schießen. Man bufft sich und dann einfach eine Salve mit erhöhtem Damage raus. Aber dank Tier und dank den ganzen Upgrades brauchen wir das alles nicht. Wir können ihn wie den Bogenschützen eigentlich spielen. Die Fähigkeit ist schwächer. Er ist ein schwächerer Bogenschütze, wenn man ihn so spielt. Aber so kann ich mir echt gut vorstellen. Ich habe vom letzten Mal verlieren zwei Wirtkatzen extra. Dann habe ich zumindest, kann ich die spammen. Die Schneiderin hat die Forscherin prinzipiell getröstet. Hier ist wieder alles gut. Ich kann sie wieder auswählen. Dem Laden einen Gegenstand hinzufügen, ganz nett. Die Spezialkarte kenne ich noch nicht. Ich habe das abgegradet gleich. Ich habe die aus meiner Sicht sinnvollen... Also generell alles abzugraden ist gar nicht mehr so schlecht. Also da gibt es ein paar gute Sachen. Aber ich habe abgegradet auf jeden Fall Säurefläschchen. Weil ich das nicht schlecht finde. Ich habe das geweihte Öl
gebufft, weil ich das nicht schlecht finde. Hier Burst Damage und auch die Säurebombe. Schön Rüstung und Damage steigern. Also Rüstung reduzieren von Gegnern und Damage steigern. Das habe ich bisher gebufft. Alles andere noch nicht. Gut. Aber, da wir das geschafft haben jetzt mit ihr, können wir der verlorenen... Genau, erstatte der verlorenen Seele Bericht. Endlich, nach Ewigkeit. I think I'm starting to remember. Something. It's not clear just yet. But now that you've completed all the tasks given to you by our new friends, I can sense something coming back to me. I've realized that there's one last thing you need to do. He smiles sadly, with a faraway look in his eyes. The goat informed me that I need to help you to rebuild our home. And something tells me we need to do one more thing for that to happen. Okay, und was? It feels like it's a blueprint for things to come. Something that needs to be done now, so that people in the future, if there even is a future, can reach out and remember. We need to secure our village against the weirdness. Our menhir is fading, as all of the menhirs on this island will. Their powers will soon be lost, and then all of our efforts to make this island our home will have been pointless. But somehow I recall from other times that there was this one place, a lost library filled with books of long forgotten wisdom. Nobody remembers who wrote them, and very few people know how to read them. Find the library. There, find the book containing the Minha rites. Habt ihr eine Idee, wo ich hier suchen könnte? Within the weirdness, that's where everything that's ever been lost can ultimately be found. Das heißt, ich muss in der Dunkelheit rumlaufen. Time, before the Minha's power fades and the weirdness swallows us whole. Go now. There's no time to spare. Der Untergang Avalons. Gibt's hier sonst noch was? Gibt's hier was Neues? Nee. Okay. Will ich mir denken, Questkarte? Ich glaube nicht. Tatsächlich, ich bin kein Fan mehr großartig von den Questkarten. Da sind zwar ein paar coole dabei, aber meistens... Wobei, bei ihm könnte ich mir schon eher... Ja doch, bei ihm könnte ich mir eine Quest vorstellen. Dadurch, dass ich absolut nicht klarkomme oder nicht weiß, was auf die, was es bei ihm so richtig ankommt. Ein kostenloser zusätzlicher Angriff? Ja, der bringt halt bloß Reichtum. Also das muss man bedenken. Eigentlich ist es... Ich bin jetzt klüger mittlerweile für die Mechanics. Also ich weiß jetzt einige mehr zu schätzen, dadurch, dass ich jetzt die anderen Klassen alle durchgespielt habe. Ich weiß jetzt, dass zum Beispiel eine Karte für 0, die einfach bloß 100% Schaden macht, ganz nett ist. Nicht das Schlimmste, sagen wir es mal so. Besonders, es ist prinzipiell wie ein Schuss. Ein bisschen besserer Schuss, tatsächlich. Aber gut ist was anderes. Da denke ich doch eher an das stolze Excalibur. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass ich Lebensprobleme bekomme. Das kann ich zwar bloß dreimal insgesamt nutzen, aber ich glaube, so für Finisher-Kills ist es deutlich besser als das hier. Das hier ist generell immer mal wieder nützlich, aber das hier ist halt dann für die Bossfights. Besonders, wenn ich tatsächlich auf die Strategie gehe, dass ich hier mich buffe. Genau, nächster Treffer. Und der nächste Treffer, ich hoffe, das überträgt sich, dass sozusagen der nächste Treffer eine Salve dann sein wird, wenn ich denn welche gute finde. Es gibt gute Salvenmanöver. Wenn ich keine finde, dann müssen wir halt auf Bogenschütze spielen. Aber ansonsten, Stolz nehme ich mit. Sollte ich in den ersten Kämpfen auch gut buffen können. Und meine absolute Lieblingsrune ist natürlich jetzt auch der Tier. Anfangs aus Überlebenssicht war es die Kalk. Und ich habe es auch zu schätzen gewusst, was die Kalk sonst noch kann. Aber mittlerweile ist es die Tier. So, alles gut. Und gehen wir in die Wildnis. Okay, wir müssen in der Wildnis schauen nach einer Bibliothek. Heißt, wir dürften eigentlich nicht hell machen. Zumindest in der Anfangsphase ist auf jeden Fall die Wildnis aktuell. Ich kann auch immer ein bisschen... Sehr gut. Nutzen wir doch gleich mal Stolz. Haben wir es schon mal das erste Mal genutzt. Wie schon erwähnt. Er hat immer gezielter Schuss.
Das ist seine Standardkarte, die er jede Runde auf der Hand hat. Finde ich auch nicht so prickelnd. Gezielter Schuss ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die doppelten, genau, 200% Schaden macht. Für zwei. Ein Schuss für 100% Schaden kostet 0. Also ihr seht schon, Okay, es gibt drei verschiedene. Und wenn man die sind sozusagen in einem Pool, man könnte sie... Ich weiß gar nicht, kann man alle drei ziehen? Landen die dann im Deck oder sowas? Das müsste ich testen, ob sie im Deck bleiben. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass man sie ziehen kann und man kann auch andere, die andere noch ziehen. Und erst wenn sie alle drei gezogen, also das ist ein Pool, und erst wenn alle drei gezogen wurden, dann füllt sich dieser Pool wieder auf und man kann wieder neue ziehen. Aber wieder drei random, dann zwei random und dann die letzte, die übrig ist, so in etwa. Ist eine Mechanik. Bleiben wir dabei, ist eine Mechanik. Wir haben hier diese Karte auch drin. Trittsteine, ich werfe alle meine Karten ab und mein nächster Treffer macht ordentlich viel Schaden oder noch ordentlicher viel Schaden. Ist ganz nett. Ich brauche aber wirklich sowas wie Salven. Dann wird's richtig, richtig gut. Anfangs normale Schüsse sind in Ordnung. Da ist keine Salve. Und viele Schüsse haben ist auch scheinbar nicht das Ziel des Ganzen. Deswegen überspringen wir es. Oder? Erhöht in deinen nächsten Pfeile ablegen. Erhöht auch Schaden. Erhöht den Schaden deines nächsten 100, wenn du in einer Runde ohne einen Versuch. Geduld. Ja, ich will eigentlich nicht so spielen, aber wir machen es mal. Wir nehmen einfach mal Geduld. Am Anfang kann ich mir ein bisschen Heilung gönnen, dann muss ich weniger auf Rüstung achten und beziehungsweise auf Heilung achten. Ach ja, die Karte wurde auch verändert. Die ist jetzt deutlich kleiner und ich weiß nicht, ob ich mich erinnere, ob das hier auch schon war. Ich glaube nicht. Vielleicht hat sich noch mehr hier verändert in diesem Spiel. Also der Patch hat einiges gebracht, das muss man schon mal zugeben. Der Patch war schon ordentlich, den sie rausgehauen haben. So, übrigens, Manöver, die Spiele sind abgelegte oder zählen als abgelegte Karten. Ich würde gern stolz, dann macht er mir wahrscheinlich einen Schaden, oder? Ist okay. Ist okay. Und alle Karten, die ich so abwerfe, zählen auch als abgelegte Karten. Eine Stan. Rüstung reduzieren, dann mache ich mir Schaden mit meinen Pfeilen. Also, dank der ganzen Upgrades ist es auf jeden Fall... Hier in der Mitte sind die zwei... Okay, links oder rechts, ist egal, was zuerst. Bleiben wir mal in der dunklen Wirtnis. Wenn ich die Bibliothek suchen muss, dann muss ich die Bibliothek suchen, Punkt. Das macht es natürlich schwieriger, das Ganze, aber ich bin einfach mal cocky und sage, ich würde es gerne nochmal spielen, aber diesmal... Wobei, dann machen sie mir bloß einen Schaden. Und am gefährlichsten bist du tatsächlich, weil du kontinuierlich stärker wirst. Ich kann dich auch stunnen. Wollte gerade fragen, ups, was ist denn... Was habe ich da übersehen? Aber das erklärt alles, was ich übersehen habe. So, zum Glück haben wir die Startrüstung, die gut ist. Haben wir halt auch bloß, weil wir die Upgrades haben. Sonst hätten wir sie nicht. Das wieder... Ja, eigentlich müsste ich nichts spielen. Ich müsste einfach warten. Mein nächster Schuss wird immer stärker, so in etwa. Oh ja. Und dadurch kann ich dann einen richtig starken Shoot machen. So, und jetzt nehme ich mal so einen Pfeil.
So, ich habe den Feuerpfeil, der macht die Rüstung kaputt. Und ich lasse den einfach mal mit ins Deck wandern. Ja, der sah nicht aus, als wäre er ins Deck gewandert. Der sah aus, als hätte er verpufft. Okay, ich verliere mal mehr Runden Rüstung. Ist ja egal. Hätte den und ist auch egal. Und werf Karten ab. Ich will schauen, ob ich den wieder ziehe, diesen Pfeil. Aber es sieht nicht so aus. Nee. Okay. Ich ziehe mal einen Pfeil. Vielleicht kann ich mehrere Pfeile pro Runde... dazu müsste ich über Karten abwerfen. Ich wollte testen, ob ich das mehrmals nutzen kann. Erst buffen und dann... Ja, eigentlich macht es doch Sinn, da... Ah, shit, dann habe ich keinen Mana dafür mehr. Aber eigentlich hätte es doch Sinn gemacht, da und dann richtig Damage raus. Na gut. Was passiert, wenn ich einfach bloß abwarte? Da müsste doch mein Damage jetzt absolut eskalieren. Wenn ich das richtig verstehe. Ich lege Karten ab, die immer mehr mich stärken. Und jede Runde, in der ich nichts mache, werde ich auch nochmal mehr gestärkt. Also ihr seht, das ist eine Strategie. Einfach abwarten. Dann gönnt man sich so einen geilen Elementarfall, der 400% mehr Effekt hat und macht guten Damage. Auch eine Strategie. Aber so wirklich... Ich werd nicht... Ich werd... Oh, das könnte... Was ist das andere? Hoffnung und Verderben. Das könnte tatsächlich... Ich könnte mir echt vorstellen, dass der auf Manöver vollsetzt. Ich nehme mal Hoffnung und Verderben. Vielleicht ist es mein Verderben. Ich könnte die Stain auch als Lebenspunkte nehmen. Aber ich nehme Futter. Futter. Normalerweise... Ja, komm. Normalerweise... Ach, zu spät. Weil wenn ich jetzt auf Tier gehe... Dann läuft es darauf hinaus, dass ich auch in der ersten Runde alles vernichte. Dann die Tier ist komplett das Gegenteil vom Scharfschützen, von der Fähigkeit des Scharfschützen. Komplettes Gegenteil von dem seinem Effekt. Hm. Aber es macht mir Spaß, am Anfang alles wegzufetzen, oder? Man kann ja auch die ersten zwei Runden alles wegfetzen und wenn man dann noch nicht überlebt hat, dann... Ja, dann können wir noch irgendwas machen. Doof. Stolz. Macht mir erstmal keinen Schaden mehr. Ah, das ist das Excalibur. Ja, Karten abwerfen. Das ist echt faszinierend, Karten abwerfen. Hoffnung bringt nicht. Ich brauche echt eine Salve. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das eine super Strategie ist. Ist natürlich auch eine super Strategie, einfach immer darauf zu warten. Eigentlich ist... Ja, das könnte natürlich auch die Strategie des Scharfschützen sein. Man verteidigt sich jede Runde. Man bufft sich jede Runde. Wartet darauf auf nächste Runde und dann... Macht man nochmal das da und das ist wahrscheinlich die Strategie hinter dem. Wir verteidigen uns einfach mehr Runden und dann hauen wir alles raus. Dann sind die Tierrunden useless bei der Strategie. Das könnte ganz interessant werden, wenn ich das so spiele.
Also, Runden ignorieren. Da brauche ich doch Schutzrunen. Da brauche ich irgendwelche Schutzeffekte. Wir versuchen mal in der Dunkelheit zu kämpfen, weil... komplett in der Dunkelheit. Nehmen wir mal das, dann verdoppeln wir das. Ja, ich will nicht schießen, ich will einfach ablegen. Ah, das ist echt sehr kontraproduktiv zu dem, was ich bisher gespielt habe. Und tatsächlich, ich brauche dann keinen einzigen Pfeil. Oh, Moment. Der eine explodiert ja gleich. Damage boosten. Oder wir verhindern es, dass er explodiert. Mit einem Feuerschuss. So. Rüstung. Stärke. Rüstung abwerfen. Rüstung abwerfen. Und Elementarschuss. Ich glaube, das ist die Strategie hinter ihm. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Wenn man buffen können, dann auch gerne buffen. Der Rückzugstaktiken. Der erhalt. Okay, nee. Entweder wir kriegen eine Salve, dann gehe ich auf die Strategie, oder wir gehen auf. Ich glaube, ja. Salve würde es beschleunigen. Jeder zwölfte. Ja, der zwölfte Treffer. Ja, das ist falsch für diese Klasse. Für unser nächster Treffer. Das schon besser. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das da. Der nächste Treffer. Leichenberge werden wir produzieren. Leichenberge. Die Rüstung reduzieren. Tatsächlich, ich will die Strategie des... Also, das ist zwar schade drum... um die bisherige Strategie, die sehr erfolgreich ist. Aber ich möchte die Strategie des Scharfschützen natürlich auch richtig spielen. Oder zumindest in meiner Ansicht nach richtig spielen. Ich weiß ja nicht mehr, ob es richtig ist. Defense. Und dann abwerfen. Defense. Und dann abwerfen. So, die explodieren gleich. Frage, Defense oder... Ja, ich kann keine Defense machen, also. Killen. Ah, shit, ich hätte... zu spät. Das hätte ich mir gönnen können. So. Weg mit dir. Sehr schön. Mhm. Jawohl, den Grundschaden erhöhen. Der immer geboostet wird. Guten Tag, Bibliothek, wo bist du? Oh, da ist der Brunnen, den brauchen wir doch. Ach, ich will eigentlich nicht in der Wildnis rumlaufen. Man sieht da kaum was. Moment, in der Option gab es, glaube ich, etwas, wo man das verhindern kann, dass man was sieht. Das gönne ich mir... Auch wenn es nichts bringt. Und dann gönne ich mir natürlich Barriere. Und dann ziehe drei Karten weniger. Na gut. Wichtig ist nur genau, dass ich einen Blocken ziehe. Sehr beefig hier alles. Sehr beefig. Eigentlich sollte ich immer, wenn ich das da habe, das da voll habe, es auch nutzen, oder? Hier, um zum Beispiel so ein Wisp loszuwerden. Sollte reichen. Moment. Habe ich das gerade richtig gesehen? Kann es sein, dass der Elementarschuss nicht als Pfeil zählt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Waren meine anderen Schüsse auch gebufft? Oder hatte ich irgendwo der erste Pfeil und sowas? Nee.
Ah nee, weil ich einen gekillt habe, war der nächste Schuss gebufft. Weil sonst wär's geil. Also wenn der Elementarschuss nicht zählen würde, wär's geil. So, ich brauche etwas Wasser für den alten Händler. Danke. Ja. Jetzt müssen wir bloß den alten Händler finden. So. Ich möchte gerne eine Fertigkeit vergessen. Was vergessen wir? Es gibt so viel, tatsächlich gibt es sehr vieles, was man bei ihm vergessen wollen. Also, wenn ich davon ausgehe, dass ich brauche die Köche alle nicht. Ja, ich brauche die Köche alle nicht. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste, was ich vergessen darf. Die Schüsse brauche ich auch nicht, aber die Köche als Erstes, die brauche ich gar nicht. Ich gehe davon aus, dass ich ein paar... Wobei, wenn ich mit Salve arbeiten möchte, dann muss ich Pfeile haben. Weil die Salve macht ja wegen den aufgrund der Pfeile guten Damage. So, wir buffen uns in der Zukunft und gönnen uns eine Barriere. Ich habe keinen Schutz. Dann muss ich killen. Killen wir gleich mehrfach. Why not? Summer Friend. Sehr schön. Nächsten Zug habe ich weniger Schaden. War das ne? Ach ne, weniger Cut. Hat auch was. Also die Taktik. Ich überlebe einfach ewig lange. Das schafft, aber da ist es nur deswegen einfach bzw. gut mit der Klasse, weil ich schon so eine Basic-Rüstung habe. Ohne die wäre das echt heftig. Könnte ich mir vorstellen. Da müsste man darauf achten, dass man immer Rüstung hat, weil so. So bringt mir diese Verteidigungskarte ja immer was. Aber hätte ich diese Rüstung nicht, dann... Holla die Waldfee. Der ausgehungerte... Ah! Es passiert was. Something coalescing within the weirdness. From a distance, it looks like a trembling stone. No higher than your knee. Approaching this strange phenomenon, you can't help but feel the weirdness thickening around you. Shrouding you. Then you realize that it isn't a monster. It's just a human girl. Okay, die kenne ich nicht. She's grimy with dirt and sweat, and her eyes are full of tears. She seems to be terrified of her surroundings. She clambers to her feet as soon as she sees you. She points to the right with one trembling hand. Warum ist auf dem Schild in der Richtung Totenkopf hier oben? Todeszeichen. Was ist das rechts? Das kann ich nicht erkennen. Was ist dir zugestoßen? Her eyes pierce you with a stare that feels like a thousand tiny needles. Oh nein. Okay. Ich bin bereit. Noch, sind wir jetzt bei einer Rätselsphinx? Was war eins, ist gerade nicht, existiert zugleich, aber ewig und allerorts. Die Wirtnis. Ich glaube, die... Ich weiß nicht die Existenz. Die Zeit. Sie war eins, ist gerade nicht. Aber gerade ist doch die Zeit zugleich. Aber ewig und allerorts ist Zeit. Das Bewusstsein. Das Bewusstsein gibt's nicht ewig. Das Bewusstsein ist bloß in die... Ich glaube, das ist die Zeit oder die Wirtnis. Ich nehme die Zeit. Ja. Ja.
Ja, okay. Untersuchen einmal am Rand des Traumes, worauf Sip-Sip. Auf ein Mädchen, auf den Tod, auf die Stimme, auf die Leere. 12 traumgläubige Brüder untersuchen eine Mauer am Rande des Traumes. Worauf stoßen sie? Auf ein Mädchen? Hä? Auf den Tod? Traumgläubige Brüder untersuchen eine Mauer am Rande des Traumes. Eine Mauer am Rande. Was ist auf die Leere? Die Leere könnte ich mir vorstellen. Oder eine Stimme? Auf die Stimme? Am Rande des Traumes. Ist der Rand des Traumes vielleicht das Ende des Traumes? Also stellt euch vor, ihr schlaft ein, träumt was und irgendjemand weckt euch, indem er auf euch ruft. Ist das vielleicht auf die Stimme? Aber was ergibt es? Okay, der ist ich nehme die Stimme. Okay, es war Geschichte? Okay, das war random. Es war 50-50 tatsächlich. Es hat beides nichts Sinn ergeben in meinen Augen. Ich möchte weitermachen, ich habe keine Optionen. Für was entschieden sich ein weiser Krieger? Für die Rüstung, um seinen Körper zu schützen. Ohne sie würde er früher sterben. Für das Schwert, um sein Wider... Ein weiser Krieger. Ein weiser Krieger. Nicht ein fähiger Krieger, ein weiser. Wer ist ein Weise? Für das Schwert, um seine Widersacher anzugreifen. Ohne Schwert ist ein Krieger nichts. Ein Krieger kann auch andere Waffen an sich nehmen oder mit den Fäusten kämpfen. Also Schwert schließe ich schon mal auf. Für die Rüstung, um seinen Körper zu schützen. Ohne sie würde er früher sterben. Muss nicht stimmen. Es kann ein guter, ausgebildeter Krieger kann bestimmt auch ohne Rüstung überleben. Für die Stiefel, um unnötigen Kämpfen zu entkommen. Flucht ist die beste Verteidigung. Der kann auch barfuß flüchten. Für den Schild, um Gegner wegstoßen und sich gleichzeitig schützen zu können. Naja. Und was ist von hinten? Für den Helm, um sein Heiligstes, seinen Verstand zu schützen. Ein Helm. Ja, Helme haben früher immer die Sicht eingeschränkt. Aber tatsächlich von den 5 Dingen macht Helm am meisten Sinn noch. Der Helm ist fast immer nützlich. Schutz des Kopfes gegen Schläge, gegen... Ja, doch. Die Rüstung? Nee. Das Schwert? Nee. Stiefel? Absolut nicht. Und Schild? Ist auch zu wenig. Ja, wenn man keine Rüstung braucht, braucht man auch kein Schild. Dann muss es der Helm sein, nach Ausschluss. Na gut. Ah. Achso, daran ist es begründet. Na gut, verstanden. Okay. Ja, das war Ausschlusskriterium. Jo, wohin darf ich passieren? You slowly realize that the majestic trees around you seem to be forming some kind of structure. They start to look a lot like walls. It seems like an abandoned corridor in a building that must have been made for giants. The air is stifling. As you struggle to breathe, eerie noises begin to spread all around you. Wait, was that the sound of a page turning? Definitely. You hear the velvety rasp of a page being turned, and you're transported somewhere, and now you see it. Bullshit. A beast, which must have been human once. It's reading. It's reading dozens of books at the same time with dozens of monstrous eyes. One of these eyes fixes a beady gaze upon you. Another bookworm, eh? Glad you found your way here. Is this the library that the lost soul told you about?
any book you are particularly interested in? Oh ja, gib mir das Buch über Menhir-Riten. This one? Are you sure? The monster shows you a stone-gray grimoire etched with strange markings. Even I can't read this one. Ja, dieses. So you have your book. And since you answered all the girl's questions, you still have two wishes to spare. One will be obvious. Here you go. And the last one, you can choose. Wie obvious? Warum ist Leben obvious? Spende mir Licht für meine Reise. Das ist eine Wirtkatze, gib mir etwas, von dem ich nicht weiß, dass ich es benötige. Gib mir etwas, von dem ich nicht weiß, dass ich es benötige. And since we won't meet again, a Schlinge. Deal is a deal. Here. Now leave me alone. Go and save the world, if you please. I need to go back to my books. The library disappears in the blink of an eye, leaving you in the middle of weirdness-soaked woods. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich zu... Warum kriege ich eine Schlinge? Warum brauche ich eine Schlinge? Hallo? Deinem Elend ein Ende setzen. Was will mir der Typi damit sagen? Warte mal, dem wollte ich... Ich wollte das schauen. Gibt's einen Händler? Verfluchter Heiler? Ist der neu? Ah, aber jetzt kann ich wieder die... Jetzt kann ich endlich Licht anmachen. Das ist schon mal Freude. So, jetzt müssen wir in der Dunkelheit nicht mehr rumwatscheln. Verdoppelt die nächste gespielte Karte. Geht das eigentlich in die nächste Runde über? Ja. Hervorragend. Oh yeah. Okay, okay. Ich sehe mich da. Moment, Salto. Dreifach-Salto. Ich glaube, Salto ist hier gar nicht schlecht bei denen. Das Salto ist nicht verkehrt. Verfluchter Heiler. Ach, das ist der. Ja, gut. Schön. Godless Healing. Ich sehe aber hier ein, dass hier nicht viel zu holen ist. Ah, schwierige Gegner. Damage. Manöver ziehen. Finde. Weiter geht's. So. Jetzt müsste ich am besten killen. Oh, ich glaube, ich kann killen. Erstmal hier. Der Elementarfall. Dann das hier. Und dann gibt's zwei Pfeile für dich. Sehr schön. Ich bin immer noch unschlüssig, in welche Richtung sich der entwickeln sollte. Ich will bloß ja Nahrung haben. Uff, 3. Erstmal verteidigen. Doppelsalto. Rüstung hoch. Sachen abwerfen. Why not? Einen kann ich killen. So, Rüstung hoch und sonst nichts machen. Dreifach Salto. Rüstung hoch.
Rüstung runter. Ja, eigentlich. Na, gewonnen habe ich noch nicht ganz. Sachen abwerfen, Elementarfall ziehen und abschießen. Danke für das Fleisch. Der Ritter kann das gut gebrauchen. So, ich habe keine großen Optionen mehr. Also gehen wir auf den ausgehungerten Gefangenen. Der gibt doch Max Damage, oder? Salto gönne ich mir, das gönne ich mir und dann werfe ich alles ab und gönne mir Damage. Output. Kann auch theoretisch direkt den nutzen. Und dann verteidige ich erstmal wieder. Wobei, muss ich das? Ich muss es eigentlich nicht. Also mit einer Tierrune würde es jetzt nochmal extrem OP werden. Meine Rüstung. Hm. Meine Rüstung oder verringere die Rüstung der Gegner? Meine Rüstung. Damit wird meine Verteidigung noch stärker. Genau. Max Damage. Wobei, bei dir wäre 5. Also bei der Klasse wäre vielleicht das mit 5% auch nicht schlecht gewesen. Der betagte Bogen. Bogenschütze lässt mich vergessen? Nee. Was macht nochmal der Bogenschütze? Ah, wir werden es herausfinden. Sachen wegwerfen. Rüstung aktivieren und Störung erhalten. Mehrere Störungen erhalten, na toll. Einen kann ich killen. Wurde auch gebufft, dass ich noch einen killen kann, eventuell. Ja. Fast. Nächsten Zug. Jawohl. Ja gut, so schlecht ist der Extra-Fall jetzt nicht. Dabei ist es auch nicht toll. Ein Hoffnungsschuss brauchen wir nicht. Kleiner, niedriger. David und Goliath bringt nichts. Bringt auch nichts. Töten eines Gegners gewährt dir 3 ultimative Ladungen. Das hört sich doch... Jeder dritte Treffer. Das ist schlecht bei einem, der möglichst wenig schießt. Ah, ja. Vergessen. Ich möchte vergessen. Was möchte ich vergessen? Ich möchte... Möchte ich den Rauchschuss haben? Ich brauche den Rauchschuss. Wahrscheinlich gar nicht. Und halt, nee. Ich möchte den Rauchschuss und den Pfeilbeutel nicht. Genau. Ich könnte mir den Scharfschützen tatsächlich gut vorstellen als eine Klasse, mit der ich auch 8 Karten nur brauchen. Eine starke Angriffsfähigkeit und sonst nur Defense. Könnte mir echt gut vorstellen. So, Finte. Alles abwerfen, um mich zu buffen. Gut ist. Buffen. Nächste Runde mache ich extra Schaden. Alles klar. Dann werde ich nächste Woche hinwegschießen. Da wird auch nächste Runde aus dem Leben geballert. Oh ja, da sehe ich mich. Kostenlos, why not? Da sehe ich mich. Nochmal extra Damage. Gönnen wir uns nochmal extra Damage und tschüss. Oh ja, gegen Bosse, glaube ich, stelle ich mir den Scharfschützen ziemlich stark vor. Mehr Damage.
Rüstung wäre auch nicht dumm, aber mehr Damage ist besser. Was für ein Boss bist du? Du bist der Boss. Ja gut. Mit seinen drei Dudes. Der Boss mit seinen drei Dudes. Das ist... Tatsächlich will ich die umgedrehte Karte. ...50 Rüstung. Her damit. Der Gegner kann mir gar nichts. Da ich aber abgelegt habe, dass ich stunnen kann, kann ich den nicht killen. Schade. Ich buff mich trotzdem weiter und werde... Eventuell im nächsten Zug werde ich jetzt den wegballern. Und Damage wird weiter geboostet. Ich hole mir mal den Pfeil. Oh ja, das ist der starke Pfeil. Aus dem Leben weggeböllert. Das schaffen wir mit dem auch noch. Sehr schön. So, und der will nächste Runde irgendwas machen. Der macht gut Schaden. Soll er machen. Interessiert uns gar nicht. Sehr schön. Damage over 9000. Zumindest 600%. Das gefällt... Ja. Das ist schon besser. Na gut. Hey. Ist okay. Scharfschütze, ich war skeptisch zu Beginn, aber gefällt mir langsam. Und ich glaube, ich werde auch in diesem Run versuchen. Wie viele Karten haben wir? Wir haben... Oh Gott, ich muss so viel vergessen. Ich darf eigentlich nichts mehr nehmen. Einen Schuss wegtun. Ich werde versuchen, hier den Run mit 8 Karten zu schaffen. Dazu muss ich hier vergessen. Ich habe bloß 1 verfügbar. Vergessen. Und dazu muss ich stolz das Excalibur nutzen. Ich habe 12 dann. Wenn ich ein Vergessen nutze... ich glaube, das ist dumm, was ich jetzt mache. Das muss man von Anfang an beschließen. Jetzt habe ich nämlich schon zu viele Karten genommen. Aber ich probiere es trotzdem nochmal. The Lost Soul. Die verlorene Seele. Wir haben ja die Bibliothek gefunden. You did it. You found the Minorites. Now there's only one other thing you need to do. You need to find someone who can actually read this. Somehow I know. There's an elderly man out there. He goes by the name of Orin. Or Merlin. Were they even born yet? Either one of them. I can sense them within the weirdness. I can hear one of them whispering to me. They'll be able to translate the Minher rites. And then we'll know what to do next. Merlin! Wäre cool, wenn wir Merlin treffen, aber... Ich habe meine Skepsis mit dieser... Sache, dass wir Merlin treffen werden. Aber gut, warum nicht? Gehen wir das nächste Mal auf Suche nach Merlin oder sind dann als... Wie heißt er nochmal? Nicht mehr Scharfschütze, sondern anders. Fanatiker. Oder sind als Fanatiker unterwegs, um alles fanatistisch... Oder fantastisch zu vernichten. Nee, Quatsch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.